Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Da sagte doch einst ein Mitbewohner zu mir, ich sei der Einzige unter seinen Freunden, der sich sein Müsli selber zubereitet. Oh, ist das denn so schwer? Ich erzähle euch hier, wie ich es mache, ob ihr diese Anregung noch braucht oder ich mit diesem Video Eulen nach Athen trage, weil ihr sowieso schon euer Müsli selber zusammenstellt, weiß ich natürlich nicht. Dann erzählt doch in den Kommentaren, was ihr macht. Vielleicht bekomme ich dann auch noch Anregungen. Ich erkläre auch, wann man Müsli und wann Müsli sagt. Auf eine Alp schickte mir die Bäuerin aus dem Tal wohlmeinend gesüßtes Fertigmüsli. Ich bat sie, mir doch einfach nur Haferflocken zu schicken. Beim Fertigmüsli hat man heute eine gewisse Auswahl. Aber es ist auch nicht sehr aufwendig, das Müsli gemäß dem eigenen Geschmack und dem saisonalen Angebot selber zusammenzustellen. Ich hätte gewiss keine Selbstversorgungswebsite, wenn ich nicht einmal das Müsli selber machen würde. In Deutschland sagt man meist Müsli, da man mit dem alemannischen Diphthong Ue seine Schwierigkeiten hat. In der Schweiz, woher das Wort stammt, sagt und schreibt man Müsli. Das ist eine Verkleinerungsform von Murs. In der Schweiz ist es Müsli etwas ganz anderes. Das hier ist im Schweizerdeutschen das Müsli. Ein Mäuslein oder ein Mäuschen. Und das wollen wir vielleicht nicht essen, sofern wir keine Katzen, Füchse, Wiesel oder Bussarde sind. Ich bereite das Obst vor, je nach Verfügbarkeit aus eigener Ernte oder zugekauft. Ganz besonders fein ist es mit frisch gesammelten Heidelbeeren, Himbeeren und dergleichen. Auf dem unteren Foto sind die Heidelbeeren im Porridge, mal eine Abwechslung zum Müsli. Dann gebe ich gerne, je nach Lust und Laune und Verfügbarkeit, Trockenobst wie etwa Rosinen und oder Nüsse wie Mandeln oder Walnüsse hinzu. Da mein Bruder gerade viele Walnüsse hat, bietet es sich an, davon zu nehmen. Sämereien wie Sonnenblumenkerne, die auch geröstet sein können, Kürbiskerne und oder wie hier Sesam, links die blühende Pflanze, sind auch gute Zutaten. Manchmal begnüge ich mich damit und habe gar keine Lust auf Flocken. Wenn ich Flocken nehme, sind es meist Haferflocken, aber zur Abwechslung können es auch mal Maisflocken, neudeutsch Cornflakes, sein. Und nun kommt die Milch dazu. Wer diesen Kanal kennt, ist sich schon bewusst, dass es nicht unbedingt Kuhmilch sein muss. Hier sehen wir Müsli mit Büffelmilch, daneben eine laktierende Büffelkuh. Hier habe ich Müsli mit Schafsmilch bereitet. Da ihr auf diesem Kanal ein Recht darauf habt, an die Herkunft der Produkte jenseits des Tellerrandes erinnert zu werden, zeige ich euch dazu Milchschafe auf der Weide. Noch öfter habe ich Müsli mit Ziegenmilch bereitet. Es muss nicht immer Frischmilch sein. Es kann auch Sauermilch, Joghurt oder Kefir sein, selbstgemacht oder gekauft. In diesem Fall ist es selbstgemachtes Kuhjoghurt. Süßen tue ich das Müsli selten. Zu Zeiten, als ich massenweise Feigen aus eigener Ernte hatte, war das Müsli ohnehin schon sehr süß. Ansonsten spricht nichts dagegen, gelegentlich mal Honig hinzuzufügen, am besten direkt vom Imker erworben, oder auch mal Ahornsirup, den wir von der kanadischen Verwandtschaft bekommen, allerdings nicht selbst gemacht. Hier ist es Kastanienhonig, den ich gerade von einer Forschungsreise durch Korsika mitgebracht habe. Und dann geht es, ihr erratet es, ans Essen. Ist es nicht schön zu wissen, was im Müsli drin ist, und zwar aus eigener Anschauung zu wissen, nicht aus dem Lesen einer Zutatenliste. Und nun, Zürichdeutsch, ein Gurte
oder Berndeutsch Gurte oder Walliserdeutsch Güerte.